Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wallonia. Ja, ich habe endlich Pferde gefunden. Ich hatte eine lange Reise vor mich. Also, ihr seht eigentlich, hier sind wir. Hier ist unser Haus. Und ich war hier außen herum und habe hier ein paar Sachen geschaut. Das ist noch ein Teil der Farmwelt hier. Aber der Sumpf zum Beispiel. Also der obere Teil hier, also dass ich einfach so durchgelaufen bin und dann gefunden habe, recht nah an meinem Haus doch noch. Also ich hätte noch weiter gehen sollen. So, probieren wir mal eines zu zähmen, schauen es dann mal an. Also, so. Ja, ist wirklich toll, dass es Pferde gibt noch hier in Wallonia. So. Also schauen wir das mal an. Schnell ist es. Ein Dorf haben wir auch noch. Und hochspringen kann es auch. Sehr, ja, okay, nicht so hoch. Doch. Sehr schön, ein Dorf haben wir auch noch. Machen wir gleich mal einen Waypoint hier hin. Dorf und Pferde. So. Hallo? Habt ihr irgendwo andere? Ich habe die Kartoffeln schon, aber ich nehme mal noch mit. Ich brauche ja. Wieso? Teflondoms, okay. Also sind andere schon hier gewesen, gut. Wir können das Dorf trotzdem vielleicht noch ausbauen oder ein neues suchen. Ist ein bisschen komisch, dass Leute so weit weg wohnen wollen. Ich glaube, es hieß so, also vor allem, es antwortet mir jetzt niemand. Okay. Ich schreibe es jetzt einfach kurz noch. Da ist schon okay. Geht doch schneller, als ich dachte, wieder zurückzugehen. Aber das ist ein neues. Ah, das ist jetzt von der unteren Seite, deshalb. Okay, hier wohnt nämlich Gucci. Annel trägt Gucci. Ich weiß nicht, Gucci ist eine Edelmarke. Ja, Kleidermarke, hä? Oder sind es Schuhe? Nein, ist eine Kleidermarke wahrscheinlich. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich trage nur markenlose Kleidung. Für alles andere ist mein Geld zu wichtig. So. Gut. Dann haben wir ein Pferd. Ein schön schnelles Pferd. Und ein zweites müssen wir dann noch holen. Aber es ist ja ganz nah. So, aber. Jetzt müssen wir mal Zäune noch mal kurz machen, weil sonst geht das Pferd dann irgendwann verloren. Oder eine Leine kurz machen. Ist eigentlich bessere Wahl, weil es günstiger ist und die Leine sowieso dann noch brauchen. Aber hier geht es leider mit dem Pferd nicht durch. Oben durch. So. Ja, hier kommen wir auch durch. Sehr schön. Also, wo haben wir einen einzelnen Baum? Da. So, jetzt bleibst du mal kurz hier, stirbst bitte nicht. Einen Sattel muss ich noch wegmachen, sonst wird er geklaut. Und dazu brauchen wir. Ich habe die Fäden gar nicht mehr. Doch da. Und ein Schleimbull. Ich glaube, es reicht mit vier.
Irgendwie so. Hey. Ich weiß nicht, wie man Ding macht, Zeile, Leinen. Vielleicht so. Es muss so sein. Nur so. Nur so. Nur so. Jetzt plötzlich. Ich hatte doch genau die gleiche. Okay. Ist irgendwie verbuggt gewesen, aber ich habe es einfach nicht gesehen, dass es schon angezeigt wurde, weil es so recht viel, ja, so recht durchsichtig ist. Komm. Hallo? Nein, ich habe die Leine weggemacht. Also ich habe den Slot gewechselt von. So, ich brauche ein Ding. Ich kenne mich da gar nicht mehr aus. Mal kurz noch den Sattel wegmachen. Ich kenne mich ja gar nicht mehr aus. Einen Zaun. So. Mach gleich einen 2 hoch und Zaun für 2 Pferde. Und zwar mache ich doch das lieber hier. Nicht am Abgrund. Hier. So. Liebes Pferdchen, komm zu mir. Oh, da oben. So. Die Pferde, die tun einfach zu weit laufen. Du siehst aber richtig böse aus. Sehr schön. Ja, dann mache ich nach einem Part noch das zweite Pferd hierhin. Dann können wir eigentlich schon züchten. Ja, vielleicht brauchen wir doch mehr Zäune und ein Gehege. Sehr schön, das lasse ich im Inventar, damit ich es nicht vergesse. Und die Leine kann ich nirgends mehr hin tun. So. Ein Tintenbeutel noch. Es ist Wahnsinn. Wie viele Kisten braucht man eigentlich? So, ja, das geht nicht. So. Sehr schön. So, Obsidian auch mal rein tun. Weil jetzt wollen wir noch in die Farmwelt gehen. Ein paar Akazien holen. Nehmen wir die Eisenstücke mal raus. Und legen die auch hier unten drin. So. Sehr schön. Wirklich toller Part schon. Auf dieser Seite. Die sollen eigentlich das so machen, dass man direkt die Farmwelt hat. Wir gehen mal nach Osten. Nein, nach Westen, okay. Oh, ein Schneeland. Ein Tiger. Oder nein, Tundra ist es, gell? Ja, Tundra. See. Ach, hier, das Schneefeld heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Können wir gleich mal schauen? So. Ja, heißt auch auf Englisch so. Schneefeld. Oder Eisfeld. Eisfeld würde eine bessere Besetzung sein. Aber es ist ja Schnee. Ich weiß es nicht. Okay. Mal kurz das Essen noch runter in die Task tun. Und dann mal ein bisschen entlang gehen irgendwo. Vielleicht finden wir dann. Also vielleicht sollten wir doch in eine andere Richtung gehen, wenn hier schon Schnee ist. Wir müssen ja ins Warme gehen. Aber da ist gerade mal ein Feld. Vielleicht hat es ein Dorf oder so. Das noch niemand erkundigt hat. Erkundet hat. Aber es ist schon, es sind extrem viele Suchtis auf dem Server. Also es ist meistens so, dass man es nicht findet. Ich habe ein. Ja. Dann. Abzüchten. Ich konnte gerade gar nicht reden.
So bin ich begeistert von Pferden wieder. So. Sehr schön, komm, jetzt. Ist aber langsam. Nächstes Pferd. Oh, ein graues. Ja, okay, auch weißes, aber ein bisschen graue Sachen dabei. Ich glaube, das ist ein Elefram, hat es mehr Leben. Das ist gut für die Farmwelt. So. Ja, ja, das ist ziemlich gut, schnell. Aber es ruckelt auch ein bisschen hier auf dem Schäber. Hier, das Wasser möchte ich natürlich nicht. Ja, wenn es zwei Tiefe ist, geht's noch. Sonst ist es wirklich schlimm mit dem Untergehen vom Pferd die ganze Zeit. Sehr schön. Schaut euch, wie schnell das ist. Also diesen kleinen Stoppchen immer wieder. Esel, ja, da können wir Maultiere auch machen. Das hat ja Tobias empfohlen. Und ist aber auch in der Farmwelt. Es geht halt nicht. Deshalb lassen wir die in Ruhe. Oh, schönes Eis. Ich liebe das Eis in diesem Texture-Pack. Ach, wie genial. Wie schnell man vorwärts kommt. Ja, ich spiele halt Minecraft meistens nicht so lange, dass man da so gut Pferde austesten kann und alles. Das liegt aber einfach daran, dass ich das immer auf dem Server gemacht habe, wo die Pferde halt noch nicht so speziell waren. Neue Leute würden da natürlich viel mehr schauen, dass man alles ausprägig spielt. Aber wenn du das schon seit 2010 spielst, das Spielen, bist du halt natürlich nicht so begeistert nach neuen Updates und alles austesten. Dann müsst du lieber Mods machen. Und mich, ich fange an mit Modden, auch wenn es wirklich schlimm ist mit dem Skripten. Aber ja. Jeder, der mitmachen kann, macht es natürlich für mich besser. Und lange geht es meistens nicht, bis ihr einen Gegenstand oder so gemacht habt. Hauptsächlich brauchen wir halt einfach eine Farmwelt und ein Schutzsystem. So wie dieses Kartensystem von, weiß ich gar nicht, welchen Mod das war, wo wir auf dem RPG-Server hatten das letzte Mal. So. Also hier ist alles Schnee, wir gehen wieder zurück zum Spawn. Sorry wegen dem Asthma-Zeugs. So, ja, ja. Also, eben wir brauchen einfach für den Server ein großes ja, Modpack, da wo jeder, der mitmachen will, einen Mod reintut. Und dann können wir einen super schönen Server machen, dann können wir euch eine mega Freude machen. Also es lohnt sich auch für euch. Schade, dass wir keine Schaufel mit, wie heißt es auf Deutsch? Ja, zum Micelle ab, zum Pozoll abbauen, genau. Oh, ja. Ist aber toll, hier einen Mega-Tiger zu haben. So. Komm hoch. Nicht laggen. Ich glaube, ich tue schlecht im Server. Mit diesem schnellen Herumgereite. Also immer drauf so schauen, dass ihr den Server nicht gerade kaputt macht. Mit dem Herumgeruckel. Junk-Loading die ganze Zeit. Aber ich mache das jetzt gerade für den Part. Also kurzen Moment müssen die Hardlags aushalten. So. Aber ich hätte gerne jetzt ein warmes Biom, sonst habe ich dann den ganzen Part nur herumgeritten. Sorry für die zwei Schadenpferde, aber ja. Abkürzungen sind immer recht. So. Oh, Pferdchen. In welche Richtung muss ich jetzt um die... Die Karte zeigt wirklich überhaupt nie an, wohin ich reiten muss. Musste ich nicht zu diesem
Waypoint. Ja, es ist hier durch. Genau, wir sind hier runter. So schnell ist man verwirrt wegen dem Pferd. Komm jetzt hoch! Du Untergangspferd! Weltuntergangspferd, hey! Hallo! Wieso können Pferde nicht schwimmen? Pferde können sogar sehr gut schwimmen, weil sie an der Oberfläche bleiben. Heieiei, diese Minecraft-Entwickler haben keine Ahnung von Pferden, das geht nicht. So, jetzt sieht schon wieder ein bisschen wärmer aus. Hier haben wir sogar ein schönes... Ich mag einfach die Farbe von den Feldern, von den Ebenen. Ja, danke, du Rutschpartie-Pferd. Komm jetzt, komm. Also es ist wirklich so, von allem, was tierisch ist, hat man in Minecraft eigentlich nur Probleme. Dann, ich muss es schieben. Das geht sonst nicht. So. Ja, immer Probleme mit Pferden und mit Kühen und so. Und auf Servern tun sie auch manchmal ausbrechen aus den Gehegen, obwohl sie es ja 100% nicht können. So, noch mehr Pferdchen. Also heute ist es eine gute Format, leider seht ihr das zu spät, die schon auf dem Server sind. Da einmal. Ich hoffe, dass wir ein Savannenbiom hier bei diesem Waldstrich haben. Ach komm. Und er geht so lange auf dem Pferd. Das würde gleich schnell gehen. Theoretisch. Ach ja. Minecraft und Realismus ist nix. Wieso tut sie die jetzt wieder Namen ändern? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Also ich Snakeby kann ich noch merken mir. Eine Frau, die Schlangenbiss heißt, ist nicht gerade so toll. Da würde ich die nicht heiraten. Und das ist auch LP, ja okay. Vielleicht hat sie einen Knall, oder vielleicht ist sogar ein Mann. Man weiß es ja nicht. So. Ob sie war, oder er war, ist ja nicht. Gestern dachte ich, sei Frau. So, schon wieder ein Mega-Tiger. Also ich habe meistens Probleme mit so, meistens coolen, ja nicht so coolen, aber mir so richtig jugendlike Namen, da irgendwie das Geschlecht rauszufinden. Sowieso, ich finde, Let's Player sollten eigentlich einen normalen Namen haben, einfach Fantasie. Also nicht der echte Name, sondern so einen zweistelligen Namen, wie ich es halt habe, haben. Mit wirklichen Nachnamen auch. Der zum Beispiel sagt, wo er wohnt, also bei mir Basel. Finde ich wirklich am tollsten. Also irgendwie so ein LP noch dran schreiben. Oder die meisten großen YouTuber schreiben dann immer dran, dass sie, warte kurz, ich hab's jetzt gar nicht mehr im Kopf, dass sie livestreamen oder also so, das war's jetzt schon wieder. Ach Gott. Channel oder ja, irgendwas noch. So. Ah, ich schaue eben nicht so große YouTuber, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Aber es ist wirklich so ein bisschen, ja, dass man wirklich genau muss Werbung machen im Namen und so. Das ist nicht so gut. Ja, ein Boot hätte ich machen können gerade, aber wir gehen jetzt mal kurz rüber hier. Dann haben wir hoffentlich da fertig Wasser. Im Regen baden.
Das tut der Haut gut. Tintenfischen, Tintenfischen, Tinten, die fischen. Wie die Bäume schön aussehen. Wunderbar, Esbjörn. Hier ist aber keins mehr. So, dann sind wir schon wieder weiter. Jetzt will ich wieder wie ein Pferd einfach nur rennen, aber es geht nicht, weil man hüpfen muss. Schau dir. Hallo, erstes Monster in diesem Part. Wunderbar. Oh, Zucker mitnehmen. Wegen Bücher. Genau, gut, dass ich das noch. Genau. Er kommt durch, dass wir das brauchen. Ja. Kommen wir halt nicht mehr so schnell vorwärts, aber dafür. Ja, haben wir da ein neues Biom sozusagen auf dem Server. Also das zweite, das wir jetzt schon gefunden haben, aber ist einfach jetzt in diesem Part das erste Mal ist mit einem solchen Biom. Wunderbar. Da kommen wir nicht hoch. Ja, hier hinten irgendwo. Ja. Ziemlich gut kommen wir hoch. Ja, wir können ja abbauen. So, hier wieder runter. Ja, der Mossy Cobblestone wäre natürlich noch gut. Das sieht ja schön aus in diesem Mossy Turm am Hafen. Ich glaube, Mossy Cobblestone kann man zu Mossy Brickstone umwandeln. Ja, mit der Schaufel. Die Schaufel ist so ganz winzig. Der arme Baby-Zombie hat doch keine Chance. So. Ja, haben wir noch etwas zu tun? Ist da eine Hexe gewesen? Nein, das sind Pilze. Ja, das reicht. Mehr will ich jetzt nicht machen. Ich würde sowieso eigentlich nur einen Brunnen und vielleicht einen Eingang oder so machen. So. Einen Zaun, also so einen kleine Möhrchen ringsum machen könnten wir dann noch. Aber das können wir, glaube ich, ja, das können wir schon craften in dieser Version. Es ging ja im 1.710 noch nicht. So. Da haben wir Schwarzeichen nochmal, aber ich habe ja Setzlinge genug. Können wir auch mal ansetzen, weil wir brauchen ja viele. Anpflanzen. So, haben wir gerade ein Monster? Nirgends. Dann machen wir uns mal ein Bötchen, weil hier so viel Wasser ist. Was ist jetzt schon wieder mit diesem Game? Klebt einfach alles in der Hand. So. Ja. Ich denke, heute Abend kommt Tobias Achmos und dann fängt das Rollenspiel eigentlich an. Ich habe ja gestern Abend schon probiert, Rollenspiel zu machen, einfach so testweise, und es hat niemand Lust auf Rollenspiel. Heinrich hatte gesagt, das ist ein Rollenspiel-Server, aber niemand hat Lust auf Rollenspiel. Nur Bürgermeister Ball hat's. Ist noch ein bisschen schlecht, aber ja. Die Erwartungen waren sowieso nicht so groß. Ich bin ja einer, der recht schon begeistert ist am Anfang, einfach nicht so wie jetzt, ich würde jetzt alles machen oder so, sondern dass ich einfach Freude habe, dass ein Server da ist. Und dass wir so gut gestartet sind, und mehr brauche ich jetzt gerade nicht. Also es ist jetzt wirklich schon sehr gut. Außer von Spieler auf dem Server. Heinrich ist halt eben nie da. Und andere müssen halt zuerst reinkommen. Aber das geht alles. Und jetzt ist irgendwas kaputt. Jetzt ist irgendwie das Boot so schlecht. Ja, falsch vom Server angezeigt. An einem falschen Ort. Das ist wahrscheinlich dort hinten. Aber es bleibt dort. Gut.
Also scheinbar ist es nur ein 1 oder 2 GB Server. Auf 3 GB hat man diese Probleme nicht. Ich weiß gar nicht, von welchem Host die es haben. Oder selber gehostet. Kann wirklich sein, weil wenn man selber hostet, hat man natürlich einen schlechten PC. Da braucht man schon 30 GB RAM oder CPU. Von irgendwie 6 oder 7. Danke fürs Wegwerfen. Ja. So. Die Creeper, die spawnen einfach und dann kommen sie sofort zu mir. Irgendwie ist es... Ja, von der KI an ist Minecraft noch ein wirkliches Windelspiel. Also wirklich Kinder-Popo-Sachen. Also das kann jedes Kleinkind selber programmieren. Das sollten sie unbedingt mal das ein bisschen besser machen. Man könnte wirklich einen Mod machen, der die KI extremst realistisch ist, also macht und dann allen zeigen von Microsoft, dass wir Mod es besser können. Dann hätten wir Weltraum, dann können wir eigene Spiele machen. Das wäre sowas cool. Also jeder, der Bock hat, mal ein Spiel selber zu machen, der sollte mit Modden jetzt mal beginnen mit mir. Weil eine andere Chance bekommt ihr wahrscheinlich nicht mehr. Und dann werdet ihr natürlich, wenn ihr jetzt noch jugendlich seid, bald auch einen Job machen können mit Videogames. Sei es Redakteur oder ja, sei es YouTube halt nur. Aber wisst ihr, ich mache sehr viel für meine Kollegen und deshalb möchte ich natürlich jedem die Chance geben, da etwas Tolles zu machen. Weil ich bin ein Veteran, ein Gamer-Veteran. Ich spiele seit 91 und bin also deshalb schon fast 30 Jahre am Spielen und kenne jedes auswendig. Nur das Programmieren halt nicht. Das Skripten vor allem. Und da könnte ich sehr viel lernen und andere auch. Also jeder, der mitmachen will, Dankeschön. Wirklich, macht mein Leben natürlich viel mehr. Und ich werde natürlich den Erfolg auch abgeben. Ich werde den Erfolg gar nicht irgendwie annehmen. Weil ich ja mit Sport, ich will hier Sport machen. Ich will ja gar kein Programmierer werden oder so. Also, ich gebe jedem die Chance. Und hoffe, dass mal das geht. Ich warte jetzt schon extrem lange auf das. So. Ja, es ist wirklich toll. Es ist gar nicht so schlimm, wie alle meinen. Es ist wirklich ein super tolles... eine super tolle Beschäftigung, das Modden. Da könnt ihr pro Tag nur für 10 Minuten kurz etwas scripten oder so und ihr habt schon innerhalb von einem Monat etwas Großes geschafft oder so. Ja, es ist wirklich... Es machen viel zu wenig, also... Ich weiß noch, bei Skyrim, es kam raus und schon viele Mods sind erschienen. Das sind so viele, die das machen. Wieso nicht in Minecraft auch? Also, ja, es sind meistens nur die, von YouTube groß wurden, die Modden. Und leider nicht die anderen kleinen. Die haben immer so das Gefühl, sie haben keine Chance. Dadurch werden die Mods zwar extremst profihaft, aber nicht einsteigerfreundlich und nicht ja contentzahlreich, sondern einfach nur Maschinen, Maschinen, Maschinen und sonst nichts. Also ich würde es schon empfehlen, halt mit einem guten, erfahrenen Menschen zusammen zu planen. Könnt ihr mir ja mal alles sagen, was ihr gerne in einem Mod sehen wollt. Per Skype am besten oder per PN. Es geht bei YouTube einfach kurz in den Kanal von mir gehen. Und dann auf Diskussionen. Dann ist, glaube ich, dort der Schalter zum Nachricht schreiben. So. Also, da haben wir leider nichts gefunden. Part ist zu Ende. Da wird schon wieder über 30 Minuten. Aber das Spiel, das Server ist auch cool. Und... Ja, ich suche noch ein bisschen weiter dann. Muss halt einfach noch mal kurz in die Farmwelt gehen, weil man immer einen Spawn startet. Aber das ist auch gut. Das ist wieder etwas, was halt nicht so gut geht. Aber das haben sie wegen der Farmwelt gemacht, dass niemand in der Farmwelt stecken bleibt.
weil da die Farmwelt neu generiert wird. Also, ja, und wenn ihr mein Modpack Server haben wollt, ja, in dieser Woche, also, was ist jetzt? Montag, ja, in dieser Woche kommt er. Also, tschüss, Leute, und viel Spaß noch mit anderen Projekten oder mit der Bewerbung hier für den Server oder fürs Modden anfangen. Sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr es wollt. Und tschüss, Doppelmond, yeah!